Einige Arzneimittel wie Fiebersaft für Kinder sind in Deutschland ja zurzeit schwer zu bekommen. Nun setzt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen auf folgende Maßnahme. Für bestimmte Kindermedikamente können die Krankenkassen den Herstellern ab dem 1. Februar vorübergehend mehr Geld zahlen. Dadurch soll es sich für Pharmafirmen mehr lohnen, nach Deutschland zu liefern. Die Reaktion? Skeptisch. Daniel Ponzen berichtet. Deutsche, die über die niederländische Grenze fahren, um dort Medikamente für Kinder zu kaufen, das wurde im Dezember mehr denn je Realität. Auch wenn das Infektionsgeschehen hier nun vielerorts zurückgeht, bleiben teils erhebliche Engpässe bei den Arzneien, vor allem auch Antibiotika. Das führt dann dazu, dass Krankheiten nicht mehr adäquat behandelt werden können. Das führt dazu, dass Resistenzen vermehrt auftreten werden. Und das ist etwas, was in dieser Form so noch nicht aufgetreten ist und auch nicht akzeptabel ist. Nun der Vorstoß des GKV-Spitzenverbands, dass bei bestimmten Fertigarzneimitteln mit den Wirkstoffen Ibuprofen und Paracetamol und für Antibiotika die bisher geltenden Preisdeckel ausgesetzt werden ab Februar für 3 Monate. Sprich, die Hersteller können dann mehr Geld mit ihren Arzneien in Deutschland verdienen. Dadurch soll wieder mehr auf den deutschen Markt kommen. Theoretisch. In der Hand haben es ganz allein die Arzneimittelhersteller. Die müssen produzieren und die müssen ausliefern. Was wir machen können, ist an den Rahmenbedingungen eine Kleinigkeit ändern. Das haben wir jetzt gemacht für 3 Monate durch das Aussetzen der Arzneimittelfestbeträge. Aber Regale füllen, das kann nur die Pharmaindustrie. Ob die aber nun tatsächlich kurzfristig mehr Produkte auf den deutschen Markt umleitet, fraglich. Skepsis bei den deutschen Herstellern. Unsere Unternehmen produzieren derzeit rund um die Uhr. Es gibt keine Ware, die kurzfristig auf den Markt kommen könnte, nur weil sich der Preis für 3 Monate erhöht. Inwieweit der heutige Vorstoß also hilft, kurzfristig die Regale zu füllen, muss sich noch zeigen. Wichtig sei, so auch die Kassen, dass die avisierte langfristige Änderung per Gesetz nun schnell umgesetzt werde. Hierzu hatte der Gesundheitsminister kurz vor Weihnachten ein Eckpunktepapier vorgelegt. Bis Ende Januar soll daraus ein Gesetzentwurf werden. Bundeskanzler Scholz hatte für heute zum Mobilitätsgipfel geladen. Und dabei wurde einmal mehr klar, dass nichts klar ist bei der Frage, wie die Mobilität in Zukunft aussehen muss. Vor allem Grüne und FDP liegen über Kreuz. Die Grünen wollen keine neuen Fernstraßen, die FDP sehr wohl. Fahrrad- und Bahnverbände kritisieren, es gehe nach wie vor zu sehr ums Auto. Christiane Hübscher. Die, die nicht eingeladen sind, protestieren draußen vor dem Kanzleramt. Das sei kein Mobilitätsgipfel, sondern eben doch wieder ein reiner Autogipfel. Hochkarätig, aber einseitig besetzt. Neben Bundeskanzler Scholz sind gleich 5 Fachminister dabei. Dazu der Ministerpräsident des Autolandes Niedersachsen und die 3 großen Automobilhersteller. Viele andere müssen draußen bleiben und sollen sich gedulden. Ganz wichtig wäre es gewesen, den Fußverkehr, Radverkehr, Busverkehr und natürlich den Schienenverkehr mit einzuladen. Und das ist im Grunde das Hauptproblem, dass jetzt gesagt wird, wir werden das alle so ein nach dem anderen schön an den Tisch einladen und man das Ganze nicht im großen Ganzen zusammendenkt. Wie die ganz große Verkehrswende gelingen soll, darüber streiten vor allem Grüne und FDP immer wieder. Die Liberalen wollen weiter auch neue Autobahnen bauen, die Grünen sind strikt dagegen. Wollen wir nicht erstmal sanieren, was wir da haben, bevor wir gerade in einem Land mit einer solchen Dichte von Straßennetzen darüber reden, dass wir jetzt neue Straßen brauchen? Auf der Agenda heute erneut die Elektromobilität. Noch immer kaufen die Deutschen zu wenig Elektroautos, vor allem wohl, weil der Ausbau von Ladesäulen zu langsam vorankommt. Und auch hier ist die Bundesregierung uneins. Die FDP will dem Verbrennermotor möglichst weiter ein Türchen offen halten, beispielsweise mit der ungewissen Aussicht auf klimaneutrale E-Fuels. Für die Zukunft der Mobilität ist das Auto mit klimaneutralen Antrieben ganz besonders wichtig. Gleichzeitig hängen aber natürlich auch zigtausende Arbeitsplätze an der Automobilindustrie. Der Gipfel ist zu Ende. Neue Beschlüsse brachte er nicht. Klimaschutz und Verkehrstransformation sind für die Ampel offenbar ein ebenso dickes Brett wie für die Vorgängerregierung. In Frankreich unternehmen Präsident Macron und seine Regierung einen neuen Anlauf, ihre umstrittene Rentenreform durchzusetzen. Premierministerin Born legte Pläne vor, die bis 2030 eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vorsehen. Im Parlament fehlt allerdings bisher die erforderliche Mehrheit. Beim Neujahrsempfang hat der Bundespräsident die Gewalt in der Silvesternacht verurteilt. Er forderte mehr Respekt gegenüber Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Steinmeier ehrte auch 70 Bürgerinnen und Bürger, die sich besonders für das Gemeinwohl einsetzen.
Zwei Beispiele. Uschi Bisanz aus Rheinland-Pfalz, seit Jahrzehnten bei der Tafel Wörth aktiv. THW und DRK-Mitarbeiter Martin Dietrich aus Sachsen half im Erzgebirgskreis beim Aufbau von Corona-Impfzentren. Die Freude war riesig, als kurz vor Weihnachten gestohlene Schmuckstücke aus dem spektakulären Raub im weltberühmten Grünen Gewölbe in Dresden auftauchten. Zurückgegeben von den mutmaßlichen Dieben, offenbar als Pfand für mildere Strafen. Bei der Fortsetzung des Prozesses heute wurde klar, die Schmuckstücke sind zum Teil erheblich beschädigt. Angeklagt sind 6 junge Männer aus der Berliner organisierten Kriminalität. Franziska Wunderlich. Ein Prozesstag, der für viele Dresdner und Kulturliebhaber ernüchternd war. Zwar ist ein Teil der Juwelen aus dem Grünen Gewölbe wieder aufgetaucht, doch fast alle Schmuckstücke haben Schaden genommen. Wenn man sich das zusammenfasst, was heute die Restauratorin als Zeugin hier vor Gericht gesagt hat, dann ist schon sehr viel beschädigt worden. Sie hat gesagt, ein 2-stelliger Millionenbetrag sei die Schadenssumme. So wurde beispielsweise beim Bruststern des polnischen Weißen Adlers eine Spitze abgetrennt. Auch gab es an einigen Teilen feuchte Schäden. 2 Tage lang suchten deshalb Polizeitaucher in einem Berliner Kanal nach weiteren Stücken. Ohne Ergebnis. Bis heute fehlt unter anderem die Epaulette mit dem sächsischen Weißen, einem Brillanten von fast 50 Karat. Die Angeklagten hatten lange geschwiegen. Doch als die Beweislage immer erdrückender wurde, warfen sie ihr Pfand in die Waagschale. Die Kronjuwelen für mildere Haftstrafen. Die Täter hinter Gitter zu bringen, ist sicherlich ein wichtiger Gesichtspunkt. Aber hier ist sicherlich abzuwägen als Alternative, dass der Schmuck überhaupt nicht zurückgekehrt wäre. Trotz des beschädigten Schmuckes verkündete das Gericht am Nachmittag eine Verständigung. Wenn die Angeklagten umfassend gestehen, drohen ihnen Haftstrafen zwischen 4 und knapp 7 Jahren. Also nur noch etwa die Hälfte des möglichen Strafmaßes. Unterm Strich bietet für alle Beteiligten dieser Deal nur Vorteile. Die Angeklagten kommen ein ganzes Stück günstiger weg, also Geständnis gegen Strafrabatt. Die Ankläger und auch natürlich die Richter haben weniger Arbeit. Und die Öffentlichkeit hat einen Großteil der Beute jedenfalls wieder zurück. Die Mehrheit der Prozessbeteiligten hat bereits heute dem Vorschlag der Kammer zugestimmt. Das Unwort des Jahres 2022 ist der Begriff Klimaterroristen. Zur Begründung erklärte die Jury aus SprachwissenschaftlerInnen, damit würden gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams in den Zusammenhang von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt. Auf Platz 2 Sozialtourismus, das diskriminiere Kriegsflüchtlinge. Auf Platz 3 setzte die Jury defensive Architektur, ein Ausdruck für eine Bauweise, die Obdachlose fernhalten soll. Seit mehr als 2 Wochen wüten im US-Bundesstaat Kalifornien heftige Winterstürme. Erneut müssen tausende Menschen ihre Häuser verlassen. In mehreren Regionen ordneten Behörden Evakuierungen an. Zuvor war es durch starke Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Insgesamt kamen mindestens 14 Menschen durch die Stürme ums Leben. Zehntausende Haushalte sind ohne Strom. Und um die Küstenstadt Santa Barbara wird vor Schlammlawinen gewarnt.